Ich will jetzt ganz ernsthaft werden. Die Partei steht einen Schritt vor dem Abgrund. Es ist keineswegs so, dass das sozusagen alles gelassen vor sich geht. Ich bin ganz gegen den Mitgliederentscheid gewesen, weil ich die Spaltung vertieft hätte. Und ich sage auch ganz offen, ich bin völlig gegen den Weckruf. Denn der Weckruf... ist so, wie er schon verschickt worden ist, der Beginn der Spaltung. Wenn ich eine Satzung verschicke, in der schon das Wort Partei drinne steht und mir dann gesagt wird von Herrn Kölmel, naja, Sie kennen das ja, das ist Copy und Paste, da haben wir irgendwas abgekupfert und da ist es halt drin stehen geblieben. Freunde, so kann man mit der Partei und mit der Einheit der Partei nicht umgehen. Und lasse mich noch ein Wort sagen. Es entsteht jetzt manchmal der Eindruck, als ob es eine persönliche oder machtpolitische Auseinandersetzung zwischen Bernd Lucke auf der einen Seite und Frau Petri auf der anderen Seite ist, wobei ein paar andere Namen, meiner auch und der von Konrad Adam auch, immer wieder mit hineingezogen werden. Liebe Freunde, das ist nicht nur eine persönliche Frage, es ist eine rein sachliche Frage in erster Linie. Die Differenzen oder die Differenz zwischen Bernd Lucke und uns besteht in einem Grundsatz, den wir vorher klären müssen. Wir nennen uns, und so haben wir uns gegründet, Alternative für Deutschland. Wir wollten nicht nur eine Alternative für den Euro sein, wir wollten auf vielen Gebieten der Politik und des gesellschaftlichen Zusammenlebens Alternativen. Und deswegen, liebe Freunde, fällt es mir auch schwer, die roten Linien zu akzeptieren, die unser Freund Bernd Lucke versucht einzuziehen. Und das ist im Grunde genommen der Streit, um den es geht. Sie alle haben diese Rundmail von ihm gelesen, die noch vor dem Weckruf kam, in dem er ganz deutlich zwei Gruppen in der Partei unterschieden hat. Eine, die, wie er das nennt, die Grundentscheidungen der Bundesrepublik anerkennt und Verbesserungen haben will, und eine, die er mit vielen Epitheta bezeichnet, die ambivalent sind, aber die deutlich machen, die Leute gehören nicht zu uns. Er nennt anti-amerikanisch, neutralistisch, zuwanderungsfeindlich, anti-etatistisch, antikapitalistisch. Wahrscheinlich habe ich was vergessen. Liebe Freunde, das ist der völlig falsche Weg und das ist die eigentliche Ursache des Streites. Es gibt in unserer Partei nur eine rote Linie und das ist die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Alles andere muss diskutierbar sein und es muss möglich sein, Alternativen zu entwickeln. Es kann nicht sein, dass wir genauso werden wie die anderen Parteien, indem wir schon nicht mehr wagen, Dinge zu diskutieren. Nehmen Sie etwas, und da greife ich mitten in die Problemlage hinein, nehmen Sie so etwas wie die NATO-Mitgliedschaft. Ja, ich bin heute bei der derzeitigen Situation sowohl für die NATO-Mitgliedschaft wie für die Westbindung. Aber, liebe Freunde, das kann und muss immer neu diskutiert werden. Wir können doch nicht
ein für alle Mal auf 50 Jahre oder länger festschreiben, was zu gutem Anfang und völlig richtig Konrad Adenauer 1955 eingeführt hat. Das ist nicht die Alternative für Deutschland, sondern das wäre ein weiterer Betonklotz, wie wir ihn von CDU und SPD kennen. Bernd Lucke sagt dem gegenüber, und da mache ich noch einmal den Streit ganz deutlich, dass er so Alternative nicht gemeint hat, dass die Grundentscheidungen, die einmal getroffen worden sind, gelten müssen, und er sagt nicht, wann und wie lange. Nehmen Sie das nochmal, das Beispiel, was ich schon mal erwähnt habe gerade. Die NATO-Mitgliedschaft ist etwas, was sich theoretisch immer wieder ändern kann. Es gibt ein berühmtes Wort eines britischen Premierministers aus dem 19. Jahrhundert, der einmal gesagt hat, Staaten kennen keine ewigen Freundschaften, aber sie haben ewige Interessen. Und das ist unsere Aufgabe, das Interesse Deutschlands immer wieder zu fokussieren, zu diskutieren, über Alternativen nachzudenken, vielleicht auch bei dem zu bleiben, was wir jetzt haben. Das war ursprünglich die AfD, wie wir sie gemeinsam gegründet haben und wie sie am Anfang wohl auch von Bernd Lucke gesehen wurde. Warum und wieso er plötzlich Angst vor echten Alternativen hat, erschließt sich mir nicht. Ich gestehe, ich möchte die AfD behalten, mit der wir in Sachsen, Thüringen und Brandenburg recht gute Erfolge erzielt haben. Ich drücke mich ganz vorsichtig aus. Ich halte es für falsch, liebe Freunde, heute schon über die Anschlussfähigkeit unserer Partei an CDU und FDP nachzudenken. Das können wir tun, wenn wir bei 20% sind. Dann sind wir stark genug, um auch theoretisch in Verhandlungen mit anderen Parteien einzutreten. Wer die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland vor Augen hat, der wird sich erinnern, dass es viele Parteien gab, die auch anschlussfähig an die CDU sein wollten. Wir haben nie wieder etwas davon gehört. Denken Sie an den BHE, kennt kaum keiner mehr. Denken Sie an die Deutsche Partei. Denken Sie an die berühmte FVP, die Abspaltung von der FDP. Alle aufgegangen, alle aufgesogen worden. Und es ist doch völlig klar, dass wir eine Partei, die sich nur von den anderen dadurch unterscheidet, dass sie gegen den Euro ist, nicht mehrheitsfähig in dieser Gesellschaft machen können. Ich, liebe Freunde, möchte das Profil der AfD behalten, so wie es jetzt ist. Und ich fürchte mich auch nicht vor dem, was mir ununterbrochen vorgehalten wird. Es gebe sozusagen Neurechte Unterwanderung. Ich weiß nicht genau, was das ist. Immer wird ein Name genannt, Sie kennen das hier mehr, als wir das in Brandenburg vor Augen haben, das ist der Name Götz Kubitschek und das ist die Sezession, also jenes intellektuelle Blatt aus dem konservativen Umfeld, das, seien Sie mir nicht böse, nicht geeignet ist, in irgendeiner Weise eine Partei von der Größe der AfD zu unterwandern. Das ist einfach albern. Das ist auch der Grund, das gebe ich offen zu, warum ich für diesen Parteitag hinter Frau Petri stehe. Ich habe mich dafür entschieden,
Herr Lucke hat vor kurzem in der Brandenburger Fraktion gesprochen, auf Einladung. Die Einladung ging ein halbes Jahr zurück. Und er hat dort neben mir sitzend, aber ich habe ihm das überhaupt nicht übel genommen, vor Fernsehjournalisten erklärt, er möchte nicht, dass die Partei in die Hände von Alexander Gauland und Frau Petri fällt. Daraufhin habe ich neben ihm stehen. Und liebe Freunde, das ist mir schwer gefallen. Denn wir haben ja auch am Anfang interessante Zeiten gehabt. Neben ihm stehend habe ich dann deutlich erklärt, vor dem Fernsehen, ja, ich habe heute die Loyalität zu Frau Petri und stehe hinter ihr. Das hat keine persönlichen Gründe. Das hat die Gründe, die ich gerade dargelegt habe. Sie vertritt genau das Profil, was die AfD heute hat und heute weiter haben sollte. Darüber kann man verschiedener Meinung sein. Und ich nehme niemandem übel, dass er eine andere Meinung hat. Was ich allerdings für problematisch halte, ist jeder Versuch, nur weil ich keine Mehrheit mehr finde, die Partei abzuspalten oder aufzuspalten. Das darf um keine Preise gehen. Ich glaube, einer hat es vorhin gesagt, ich kann mich jetzt auch täuschen, weil ich aus Recklinghausen komme und da auch über den Konservativismus gesprochen habe. Aber jedenfalls, gestern oder heute hat jemand deutlich gemacht, dass wenn dieses Experiment AfD misslingt, wir eine zweite Chance nicht bekommen. Und wir enttäuschen alle diejenigen, gesetzt haben, die uns immer wieder ansprechen und sagen, wie kann es bloß sein, dass diese Partei unter Umständen sozusagen kaputt geht, wenn ihr euch da oben nicht vertragt. Nein, Freunde, das ist nicht eine Frage des Vertragens, das ist eine Frage der grundsätzlichen Ausrichtung und die muss geklärt werden. Deshalb, zum Abschluss will ich das noch offen sagen, weil es auch ein Thema ist, das alle beschäftigt. Es wird jetzt der unbekannte Dritte oder der bekannte Dritte aus dem Hut gezaubert und gesagt, wenn ihr euch beide nicht mehr vertragt, also Lucke und Petri, dann muss es eben einen Dritten geben, der die Partei integriert. Freunde, es ist nicht eine Frage von Personen, sondern die Grundsatzfrage muss geklärt werden, wo die AfD steht. Und für mich steht die AfD dort, wo sie heute steht. Sie soll auch nicht, um es ganz deutlich zu sagen, weiter nach rechts rücken. Ich will auch ganz deutlich sagen, sollte es auf dem Parteitag, was wir nicht wissen und was ich auch nicht vorhersagen will, einen Wechsel geben, dann wird es unser aller Aufgabe sein, die Partei im Gleichgewicht zu halten und jeden Versuch zu unterbinden, sie weiter nach rechts zu rücken. Wir brauchen den liberalen Flügel, aber liebe Freunde, leider muss ich es heute sagen, wir brauchen den liberalen Flügel, aber ohne Bernd Lucke. Liebe Freunde, in diesen Zeiten kann ein Grußwort nicht neutral sein. Und es kann logischerweise nicht sich in Friede, Freude, Eierkuchen erschöpfen. Deshalb habe ich offen und ehrlich die Dinge angesprochen, die mich bewegen. Jeder möge seine eigenen Schlussfolgerungen ziehen. Mit mir ist weder eine Anschlussfähigkeit an die CDU zu machen, à la Henkel und Lucke, noch ein Rechtsruck der Partei. Ich will die AfD, die ich mal mitgegründet habe und wegen der wir ein Jahr lang wirklich gekämpft haben und in Brandenburg und Sachsen und Thüringen auch große Erfolge erzielt. Danke.